Und damit Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 13. Spieltag an diesem Sonntag. Es gab zwei Partien, nämlich hier die FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Heidenheim. Bekanntlich 2:0 am Ende für die Veilchen und Schalke 04 unterlag Darmstadt 98 mit 2:4. St. Pauli gegen Sandhausen Corona bedingt abgesagt bzw. verschoben. Beide Trainer sind hier bei uns auf dem Podium. Wir starten mit dem Blick aufs Spiel und mit Heidenheims Chefcoach Frank Schmidt. Frank, bitte. Erstmal Glückwunsch an Erzgebirge Aue für den absolut verdienten Sieg heute. Ich glaube, wir haben so alles vermissen lassen, was man braucht, um hier heute was mitzunehmen. Wir haben auf alles hingewiesen. Aber dass ich darüber sprechen muss, über die Art und Weise, auch über die Einstellung, wie wir heute dieses Spiel gespielt worden haben, das ja, habe ich vor kurzer Zeit noch gedacht, dass ich sowas mal nie sagen muss, sowas in Frage zu stellen. Aber so wie wir uns heute hier präsentiert haben, so geht das nicht. Wie gesagt, wir haben alles gewusst. Das Spiel war klar, wie es laufen wird. Aber wir haben uns einen Schneid abkaufen lassen. Die Einstellung, die Mentalität lag klar auf Auer Seite. Natürlich haben wir die Chancen gehabt, in Führung zu gehen nach ein paar Minuten, als wir im 16er relativ frei zum Schuss kommen. Natürlich haben wir die Chance gehabt, den Ausgleich zu machen. Aber mir hat heute der Glaube gefehlt und ich glaube auch der Mannschaft mit der Art und Weise, wie wir uns heute präsentiert haben, so geht's nicht. Und das habe ich der Mannschaft eben in der Kabine klar und deutlich gesagt. Wir haben aus den letzten 5 Spielen haben wir 4 verloren und das muss jetzt die Augen öffnen. Da muss man ein paar Dinge sehr deutlich ansprechen, was jetzt direkt schon passiert ist. Nicht aus der Emotion heraus, sondern einfach aus Klarheit, weil man heute wieder gesehen hat, was uns gefehlt hat. Wir haben vor 2 Wochen 4:0 in Nürnberg verloren und wie wir das gefühlt über uns ergehen lassen, das kann ich nicht so stehen lassen. Da müssen wir ein paar deutliche Änderungen vornehmen, weil so kann man sich in der zweiten Liga nicht präsentieren. Da wird schwer Punkte zu holen und deswegen bin ich extrem enttäuscht, auch heute über meine Mannschaft. Und da haben jetzt genügend Zeit und mit Sicherheit weniger freie Tage zum Nachdenken, sondern Tage zum Arbeiten, um ein paar Dinge wieder gerade zu rücken. Dankeschön. Tja, vielen Dank, Frank. Und damit rüber und wir sagen Welcome back. Bei uns auf dem Podium und seit Montag unser sportlicher Leiter und in seiner Funktion als Interimstrainer jetzt hier bei uns Pavel Datschew. Pavel, wie hast du die Partie gesehen? Erstmal Glück auf. Also ich denke schon, dass Frank hat schon recht. Wir haben auch von meiner Seite auch das Spiel verdient gewonnen gehabt. Wir haben ein sehr, sehr aufwendiges Spiel gemacht. Wir haben genau das, was uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt. Es ist Fakt, dass wir erst 10, 15 Minuten ein bisschen zu verhalten waren. Da haben wir zu hohem Respekt vom Gegner gehabt. Der Gegner hat, Heidenheim hat schon 3 Ecken in kürzester Zeit, war immer wieder brenzlig. Diese Phase haben wir gut überstanden und dann, je länger das Spiel dauerte, desto besser die Mannschaft ins Spiel zurückgekommen ist. Und ich denke, dieser Plan, was wir hatten, ist uns gut gelungen heute, ist gut aufgegangen. Wir wollten früh attackieren, wenn es geht, dass der Gegner unkontrolliert die Kopfbälle auch verlängert und dass die nicht die Möglichkeit haben, auch präzise die langen Bälle zu spielen. Also diese früh anlaufen, Gegner immer wieder unter Druck setzen, das ist sehr, sehr aufwendig natürlich. Das kostet unheimlich sehr viel Kraft. Und das ist auch klar, dass wir 90 Minuten nicht so spielen können. Aber das haben sie sehr gut gemacht. Und diese nach Ballerrollen gutes Umschalten haben wir auch geschafft, auch die Tore zu machen, den richtigen Zeitpunkt. Auch kurz vor dem Abpfiff von der ersten Halbzeit, auch psychologisch gesehen, war auch wichtig, das zweite Tor zu machen. Aber Fußball ist sehr, sehr gefährlich, tückisch. Und 2:0 ist auch sehr gefährliches Ergebnis, weil wenn du ein Gegentor bekommst, dann kriegt Heidenheim sofort Hoffnung, sofort ein bisschen auch so Rückenwind und das ist gefährlich. Und deswegen haben wir auch gesagt, zweite Halbzeit weiter aktiv bleiben, auch wenn selber wir müde sind und die Beine schwer sind, diese präsent, aktiv, dominant antreten, war schon sehr wichtig und die Jungs hat das sehr gut gemacht. Zweite Halbzeit hat Frank, mein Kollege, hat 20, 30 Minuten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, so kurz vor Schluss, 30 Minuten vor Schluss, hat umgestellt hinten auf 3 Rakete mit 2 Stürmer natürlich vorne. Das ist sehr, sehr gefährliches Spiel, weil sobald ein Gegentor passiert, dann könnte das Spiel umkippen, aber das haben wir gut verteidigt. Und in ein und anderer Situation vielleicht das Quäntchen Glück gehabt, aber unterm Strich 90 Minuten
muss ich Kompliment machen an unsere Mannschaft. Freue mich sehr für diesen Sieg und verdienter Sieg. Und das ist für mich auch wichtig, dass wir jetzt dranbleiben. Und dieser Trend, was wir letzte Spiele hatten, heute haben wir das untermauert. Und ich muss auch eine Sache zum Schluss sagen. Es liegt nicht nur an Heidenheim, dass die so schlecht gespielt hat. Wie mein Kollege das so sagt. Ich denke, dass wir haben das Leben von Heidenheimer heute schwer gemacht, weil wir das sehr gut gemacht haben. Dankeschön. Danke, Pavel. Damit ist die Zeit für die Fragen hier bei uns auf der Pressekonferenz. Wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen, dann schalten wir das Fragenmikrofon zu. Der Kollege von der Heidenheimer Zeitung. Ja, Frank, du hast es gerade angesprochen. In den letzten Spielen gab es 4 Niederlagen. Es gab es in den letzten 3 Auswärtsspielen 0 Tore, 7 Gegentore. Dadurch jetzt wurde 2 Tore gemacht in diesen 5 Spielen. Hat man Offensiv- oder hat man Defensivproblem? Also in der Offensive war ja heute wirklich der letzte Zug, hat ja wirklich gefehlt. Ja, beides natürlich. Ich glaube, das war halt wieder offensichtlich. Wir haben so oft in den letzten Auswärtsspielen die Möglichkeit gehabt, auch die Tore zu machen. Wie gesagt, wir hatten, glaube ich, durch Leipertz, der einfach zu lange gebraucht hat, haben wir die Möglichkeit, in den ersten 10 Minuten, wo wir diese Eckbälle gehabt haben, in Führung zu gehen. Das machen wir halt nicht. Das ist natürlich schlecht. Gerade in der Situation, wie Aue ist, hat uns natürlich sehr geholfen. Dann haben wir die 1000-prozentige Chance, wieder den Ausgleich zu machen. Machen dann noch ein Tor, was abgepfiffen wird. Und ich glaube, symptomatisch auch, das ist 2-0. Nicht nur vom Zeitpunkt, sondern Art und Weise. Wir denken, wir können mit dem Ball über den ganzen Platz laufen, schlagen einen langen Ball, laufen in den Konter rein. Das sind Dinge, die haben wir ganz anders besprochen. Und das sage mich dann am meisten, dass dann das, was man bespricht, da fehlt dann die Einstellung dazu und die Disziplin, das auch umzusetzen. Das bin ich von meiner Mannschaft ganz anders gewohnt. Da es jetzt aber nicht zum ersten Mal ist, kann man sie nicht in Schutz nehmen immer, sondern muss man auch mal sagen, pass mal auf, jetzt stopp, müssen wir die Dinge verändern, so kann man nicht weitermachen, weil sonst einfach die Punkte am Ende fehlen und wir dürfen nicht so blauäugig sein und sagen, ja, wir sind so gut, so toll, haben in den letzten Jahren einen guten Fußball gespielt, immer über 50 Punkte geholt. Wenn wir so weitermachen, haben wir keinen einzigen Punkt mehr. Und wie gesagt, das sage ich jetzt nicht aus der Emotion raus, sondern weil es mich wirklich beschäftigt und auch ein bisschen ratlos macht, dass wir immer wieder in solche Muster zurückfallen. Und wir sind ja keine Mannschaft, die lauter nur Witzen hat, sondern wir sind mit die erfahrenste Mannschaft in der zweiten Liga mit Zweitligaspiele. So. Und das hat dann nichts mehr mit Qualität oder hat auch nichts mehr mit der fehlenden Erfahrung zu tun, sondern es hat dann mit der Einstellung zu tun. Und die müssen wir schleunigst ändern. Da muss jeder auch ehrlich zu sich selber sein, weil nochmal, so bin ich nicht bereit weiterzumachen und da muss sich die Mannschaft gewaltig umstellen. Gibt es weitere Fragen? Der Kollege von der Heidenheimer Zeitung nochmal. Bis 2 Wochen Zeit, das aufzuarbeiten. Kommt dann so eine Erinnerungsspielzeit zur richtigen Zeit, wo man sagen kann, jetzt können wir richtig mal dran arbeiten. Und jetzt können wir vielleicht auch mal längere Prozesse, weil es sind ja wirklich Sachen, die tiefer stecken, wohl, wenn es in den letzten 5 Spielen so war. Ob man es glaubt oder nicht, wir arbeiten immer dran und immer zu 100%. Das würde bedeuten, wir haben es bis jetzt nicht gemacht. Das ist völliger Blödsinn, sondern diese Mannschaft hat das letztes Jahr gezeigt, hat aber auch in den letzten 5 Spielen der letzten Saison gezeigt, dass sie auch ein hässliches Gesicht hat. Das haben wir jetzt in den letzten 4 von den 5 Spielen mit der Niederlage in Bremen auch gesehen. Und das hat nichts mit Trainingsarbeit zu tun, dass man da mehr machen muss. Wir machen genug, aber jeder muss auch damit lernen, umzugehen, wie zweite Liga funktioniert. Dass das, was man vorgibt, auch was vom Trainerteam ja wirklich inhaltlich bis ins letzte Detail auch gezeigt wird, dass das schon stimmt, was wir sagen und dass man sich dran halten sollte an dem Plan und nicht jeder so ein bisschen macht, was er will. Ich glaube, das ist kein Problem. Wir brauchen wieder mehr Disziplin, wir brauchen mehr Einstellung. Ich möchte jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber mir fehlt in ein paar Situationen die totale Hingabe und die Einstellung und der Liebe zu diesem Spiel, was heute hier passiert, weil das ist ja schön, ist hier vor so einem emotionalen Publikum zu spielen. Leider haben wir nicht emotional Fußball gespielt und haben deswegen hauptsächlich das Spiel dann heute verloren. Dann noch mal sonst fragt er nicht so viel, aber ja, okay. Ja. Aber ich muss noch die Seite vorlegen. Ja. Also ich wüsste, was ich schreibe, aber egal. Vielleicht auch zu den Zuschauern, die mitgefahren sind. Ja, 100 mitgefahren, die wirklich durchgepowert haben, noch vielleicht noch 1-2 Worte zu denen. Bitte? Es waren ja 100 Zuschauer aus Heidenheim dabei, die wirklich ja trotz Kälte und Regen richtig durchgepowert haben. Vielleicht noch einen Satz zu denen. Ja, ich denke mal, die kommen ja auch gerne zum Fußball. Und unterstützen uns gerne. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir Zuschauer dabei haben. Aber das Entscheidende ist, wir haben ihnen nicht zurückgegeben. Deswegen tut es mir natürlich leid, dass wir heute dieses Spiel so verloren haben, wie wir es verloren haben. Aber wie immer sind wir für jeden Fan dankbar, der mitfährt. Aber ich glaube nicht,
Unsere Fans machen sie auch gern. Von daher brauchen wir dann, denke ich, auch nicht allzu viel dazu zu sagen. Okay, blicken wir nochmal in die Runde. Es gibt keine Fragen mehr. Länderspielpause wurde schon angesprochen und danach geht es weiter. Beide Mannschaften bekommen es mit Nordlichtern zu tun. Die Veilchen reisen zum FC Hansa Rostock und der erste FC Heidenheim empfängt am 21. November Holstein Kiel. Dazu beiden Mannschaften schon jetzt viel Erfolg, eine gute Vorbereitung darauf, den Heidenheimern eine gute Heimreise. Und für heute sagen wir Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion.